Despia ist ein sehr, sehr großes Thema im aktuellen Format, weil aktuell das sehr, sehr viele Leute spielen werden. Jetzt aber die Frage, was machen wir, wenn wir dagegen nicht verlieren wollen? Und das ist eine Frage, die berechtigt ist, denn das Deck ist ziemlich, ziemlich stark und wir werden es sehr häufig antreffen. Hier ist also einmal mein Weg, Despia zu schlagen und wie ihr das auch machen könnt. Und wenn ihr Despia spielt, worauf ihr achten müsst, was so eure Keypunkte sind, wo der Gegner euch aufhalten kann, mit welchen Karten er das im besten Fall schaffen kann. Aber ganz kurz für die Baseline. Wenn ich von Despia rede, rede ich aktuell von diesem Deck hier. Das ist einmal die Despia Brave Variante mit ein paar Handtraps drin, Prosperity. Das ist die Variante, die die meisten spielen werden. Es gibt ein paar Variationen davon, definitiv. Es gibt welche, die spielen das mit DB. Es wird welche geben, die spielen das mit Super Poly im Main Deck. Es wird welche geben, die werden Crossroad im Main Deck spielen. Grundsätzlich vorweg, aber das hier ist die Liste, auf die ich mich einmal grundsätzlich beziehen werde. Ganz wichtig, ganz am Anfang für euch alle da draußen: Diese Karte hier, Aluba. Ich weiß, das ist eine gute Karte. Ich weiß, ihr wollt nicht, dass der Effekt aufgelöst wird. Lasst die Karte durchgehen. Negiert nicht den Aluba. Es hilft euch nicht, diese Karte zu annullieren, denn markierte Fusion spielt ihr dreimal im Deck und das ist nicht die einzige Karte, die euch die markierte Fusion geben kann. Also Aluba nicht annullieren. Weder Ashen noch Imperm noch Phelan. Wenn ihr mehrere Interruptions habt, bewahrt ihr für andere Karten auf. Nicht für Aluba. Ganz wichtig. Jetzt geht es überhaupt immer darum, was sind überhaupt so Karten, die wir aufhalten sollten, die extrem gut sind. Das sind im Despair-Deck drei verschiedene Karten. Das ist einmal die markierte Fusion, offensichtlich, rot markiert, und einmal Aramesia. Das sind einmal die Karten, die wir im besten Fall aufhalten sollten in diesem Deck selber. Wir fangen einmal mit markierter Fusion an. Markierte Fusion hat eine Schwäche, die nennt sich Ash, Blossom und Joyous Spring. Diese Karte sagt Nein zur markierten Fusion und das ist auch das, was ihr mit Ash Blossom machen solltet. Ihr solltet die auf die markierte Fusion werfen. Energie natürlich mit der Adventure Engine anfängt. Sieht das ein bisschen anders aus, aber da kommen wir gleich noch zu. Ash Blossom war ja in den letzten Formaten nicht unbedingt super strong. Die war zwar nicht schlecht, weil Ash Blossom ist nie eine schlechte Karte. Allerdings ist es so, dass sie in den letzten Formaten nie diesen High Impact hatte. Jetzt, in dem aktuellen Format, ist die gegen die markierte Fusion auf jeden Fall gut, weil ihr das einfach annullieren kann. Was wichtig ist, das müsst ihr wissen, wenn ihr Ash Blossom auf die markierte Fusion aktiviert, dann kann euer Gegner in der Runde trotzdem nur noch Fusionsbeschwörung machen. Das kann zu kleinen Cheats kommen, wenn euer Gegner denkt, ja, die Karte wurde annulliert. Aber bei der Karte ist es halt so, genau wie bei der Rotäugen-Fusion, dass das zwei separate Effekte sind. Das heißt, wenn die Karte aktiviert wurde, das ist unabhängig davon, ob die Karte erfolgreich aufgelöst wurde, ihr könnt nur noch Fusionsbeschwörung machen. Also auch für die, die jetzt wieder spielen. Wenn ihr geasht wird, seid ihr so ein bisschen am Arsch. Dann machen wir aber weiter mit der Karte Rot markiert. Rot markiert, eine sehr gute Karte. Ich breche den Effekt einmal ganz kurz runter, weil die nicht ganz so bekannt ist wie die anderen. Die hat die Fähigkeit, dass wir eine Despia oder Fallen auf Albers Karte von unserem Friedhof auf die Hand nehmen können und dann eine Fusionsbeschwörung machen können, indem wir die Materialien von Hand oder Feld verbannen. Diese Karte beschwört Chimera. Chimera ist eine gute Karte, aber über die sprechen wir mal ganz kurz gar nicht. Sondern wie könnt ihr überhaupt die markierte Fusion aufhalten? Es gibt da zwei Wege für. Die erste Karte, die wir haben, ist einmal Ghostbell. Gute Karte. Die sagt nämlich, wenn eine Karte vom Friedhof auf die Hand gehen würde, können wir die Aktivierung annullieren. Was ziemlich gut ist, denn damit geht Brennan Red nicht durch. Was aber auch wichtig ist, bei Rot markiert ist, die muss das Monster auf die Hand nehmen, damit sie aufgelöst werden kann. Sonst kann die nicht fusionsbeschwören. Bedeutet für euch, wenn ihr eine Karte habt, wie Didi Crow zum Beispiel, und ihr snipet die Karte, die ihr benutzen möchtet, aus dem Friedhof, weil Rot markiert wählt erst die Karte im Friedhof und dann kommt keine Chimera. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Weg, das zu machen. Wenn ihr Informationen haben wollt, genau wie dieses Video, dann lasst mir auf jeden Fall mal ein Like dafür das Video, damit ich weiß, ihr habt Bock auf solche Arten von Formaten. Dann mache ich sowas mal häufiger mit vielleicht anderen Decks, die Meta aktuell da sind. Die nächste Karte, die wir aufhalten müssen, ist natürlich die Abenteurer-Engine. Es gibt da nicht wirklich viele Wege, das zu machen, weil ihr müsst euch die Ash auf jeden Fall aufbewahren für die markierte Fusion. Impermanence würde funktionieren für den Griffin, damit ihr die markierte Fusion auf jeden Fall negieren könnt. Der beste Weg, aber mit der Adventure Engine umzugehen, ist tatsächlich Ghost Ogre. Ghost Ogre macht da den besten Job, denn ihr könnt tatsächlich warten, bis euer Gegner den Griffin hat und schmeißt dann auf die markierte Fusion eure Ash. Er aktiviert seinen Griffin und dann könnt ihr Ogre von Hand auf Friedhof legen, Griffin zerstören und dann würde der nicht negieren. Der Griffin muss ins Deck zurückgemischt werden, damit er den Effekt erfolgreich annullieren kann. Also fokust euch ein bisschen mehr auf die Engine von dem Deck, Despia, und nicht die Abenteuer-Engine. Die ist zwar nervig, verstehe ich, die wollen wir eigentlich haben, denn Negate ist auch doof, aber Despia ist das Deck. Das heißt, wenn wir die Engine selber stoppen können, dann macht das Deck nicht ganz so viel.
Wenn wir aber die Engine selber nicht stoppen können, haben wir ein Problem. Das bedeutet im Endeffekt, es kriegt sehr schnell seine eigenen Ressourcen wieder zurück und kann mit Tragödie einige Sachen machen. Jetzt gibt es noch ein paar Karten, die könnten wir theoretisch auch annullieren. Und das sind einmal die beiden Fusionsmonster, Lubellion und einmal Albion. Da könnten wir Karten drauf werfen, wie Impermanence oder wie Veiler. Das würde auch funktionieren. Es gibt nur ein Problem. Despi hat dafür inhärent ein Out. Und das ist einmal Komödie. Leute, wenn ihr Veiler oder Imperm auf der Hand habt und ihr wisst, dass der Gegner eine Komödie auf der Hand hat, dann macht das nicht, denn Komödie hat die Fähigkeit, dass sie sich quasi abwerfen kann und diese Karteneffekte annullieren kann. Das ist ziemlich gut für die Situation, weil dann die Fusionsbeschwörung auf jeden Fall durchgeht. Ist aber noch eine andere Sache. Wenn eine Komödie im Friedhof liegt, dann haben die Möglichkeit, als Shell-Effekt das Monster zu tributieren, was gerade den Effekt benutzt hat, und die Spezialte beschwören. Das heißt, die können auch Permanence und Veiler ausweichen. Bedeutet, Veiler und Impermanence nicht ganz so geil gegen Diffusionsmonster. Wie gesagt, gegen Griffin, also die Abenteuer-Engine, ziemlich solide. Gegen die anderen Karten semi-gut. Jetzt haben wir also die drei Main-Karten abgehakt von Despia, die ihr aufhalten solltet oder wie ihr den Messer mal aufhaltet. Jetzt gibt es noch so ein paar andere Trivia-Facts, die wir noch nutzen können, um das Deck ein bisschen scharf zu halten. Die erste Karte ist einmal Super Polymerisation, denn die Karte ist ziemlich gut. Die enden meistens auf zwei Dark Monstern, auf mehreren Dark Monstern, auf einem Fusionsmonster und einem Dark Monster. Und da gibt es einmal Starving Venom, es gibt Darko Sapelia, es gibt ultra viele Targets, um den Gegnern da wirklich halt ein bisschen in die Parade zu fahren. Und wenn der Gegner Brand in Red aktiviert und er möchte die Chimera beschwören, muss der Monster vom Feld nehmen, um zu fusionieren. Wenn er die also nicht hat, dann hat er sie einfach nicht. Deswegen ist das eine ganz gute Idee, das so zu machen. Eine andere Karte, die den Gegner so ein bisschen nerven kann, ist natürlich eine Karte wie Forbidden Droplet. Wobei ich sagen muss, dass Forbidden Droplet, es ist keine schlechte Karte. Logischerweise, die ist ja nicht umsonst teuer. Aber ich glaube, gegen Despia selber habt ihr bessere Karten als die. Natürlich ist sie oft das Fusionsmonster zu schmeißen gar nicht so schlecht. Weil man sagen muss, wenn die dann rot markiert in der Hand haben, dann bringt euch das halt leider gar nichts. Weil die dann einfach den Albers adden können und eine Fusionsbeschwörung machen. Dann ist die Karte weg, bevor ihr mit Droplet da was annullieren könnt. Ist also auch nicht ganz so geil. Dann eine Karte wie Crossout ist im Mirror Match unglaublich gut. Ihr könnt damit so viele Karten vom Gegner outen. Das ist schon nicht mehr feierlich. Rot markiert, die markierte Fusion. Ihr könnt meinetwegen auch einen Albers banishen, warum auch immer ihr das machen solltet. Aber ihr habt damit so viele Möglichkeiten, den Gegner wirklich halt zu nerven. Das ist halt wirklich schon ziemlich stark. Also Crossword wird wahrscheinlich auch in diesem Format deutlich besser werden als die Formate davor. Und die letzte Karte, die ich für euch heute habe, ist einmal die Karte, die das Deck komplett in die Schranken weist. Und das ist einmal Dimensionsbarriere. Wer hätte das gedacht? Wenn ihr die gesamte Mechanik von dem Deck rausnehmt, ist das Deck nicht mehr gut. Da. Das geht aber nur, wenn ihr angefangen habt und nach dem Siden, denn ihr werdet die D-Barrier nicht im Main-Deck spielen. Das wäre mit den anderen Decks, die aktuell rumlaufen, einfach nicht clever. Deswegen wird die eher gesided werden. Und da ist natürlich insane, weil ihr müsst auf jeden Fall first gehen, damit das wirklich gut funktioniert. Wenn ihr noch ein bisschen mehr wissen wollt, was Despia grundsätzlich machen kann, habe ich für euch einmal da ein Video gemacht, was allein die markierte Fusion für Möglichkeiten hat. Nicht nur in Despia, sondern auch in anderen Decks. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann noch rein. Ciao, Leute.